Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Waldheim hier auf meinem Kanal. Ich entwürge mich, denn es geht weiter. So, ich werde aber mal was gucken. Wir haben ja noch etwas bekommen. Und zwar den hier. Ich brauche 5 davon. Wie viel haben wir davon? Bitte lasst uns genug haben. Wo ist dieses komische Fleisch? Was seltsam aussieht. Das mit dem Fermenter dauert jetzt sowieso noch mal ewig, oder? Ja, stimmt. Da war ja noch was. Weißt du noch, wo wir dieses komische Fleisch reingemacht haben, was wir bei dem Händler gekauft haben? Irgendwie finde ich das nicht. Ja, 1 haben wir gekauft, stimmt. 1, ich bräuchte 5er. Um was zu testen, ne? Erstens haben wir das sowieso nicht und zweitens, glaube ich, haben wir das Fleisch schon auch gleich wieder weggeworfen. Nee, ich hatte das mitgenommen. Also sowas werfe ich nicht. Ah, ich hab's. Bei den Sogling-Kern. Du weißt auch nicht mehr, wie teuer das war, oder? Nein. Shit. Also eigentlich nicht so teuer. Wir bräuchten 5 Stück und 30 Silber. Das Silber müssen wir tatsächlich noch besitzen, ne? Für was denn überhaupt? Für einen Eishammer. Der eigentlich kein Damage macht, der aber vielleicht sogar bei dem gut kommen würde. Meine Frage ist eher, ob ich dich jetzt 10 Minuten, 15 Minuten alleine lassen kann, denn ich muss noch schnell zu Lidl was einkaufen. Ja, mach ruhig, dann mach ich die Folge alleine. Ja. Wenn da überhaupt was passiert, ich hoffe. Ich hab schon Aufnahme an, also. Da versuch ich mir den Frost nachher zu stellen, diesen Hammer, wo man dieses Fleisch braucht. Da gehe ich dann nochmal zum Händler ganz in Ruhe. Ja, weil das Feuerwiderstand-Dingsbums dauert eben. Goldmünzen hast du aber keine noch im Gepäck. Nein, nicht im Gepäck, aber in diesem Sackkarren sind, glaube ich, noch 3-4 Münzen, nicht viele, aber. Ja. Ich muss erst mal gucken, wie teuer der Spaß wird da drüben. Gut, dann bis gleich. Bis dann. So, da wollen wir doch mal Lunzen. Wie teuer uns der Spaß kommt. Ich hoffe, das war hier mit dem Händler. Jo, hier war's auch. Da hinten Pümmeldaum. Wir brauchen insgesamt 5 von den Fleisch. Sonst muss ich hier noch ein bisschen was machen und Münzen sammeln. Weil vielleicht bringt dieser Frostner ja was gegen Jagdlut. Komm, lass mich doch in Ruhe. Lass mir doch in Ruhe. Da ist er. Hinter seinem Runenkreis. Kann man die streicheln? Nö. 120 Fleisch kostet das. Scheiße, ne? Oh fuck, das wollte ich jetzt nicht essen. Naja. Dann werden wir jetzt hier noch schnell ein paar Dungeons machen und Münzen einsammeln, würde ich sagen. Ich hätte meine Stirnlampe mitnehmen sollen. Wir gehen die nochmal schnell holen. 120 Münzen. Ich brauche noch 4, sind 360. Gut. Da weiß ich ungefähr, wie viel Münzen ich farmen muss. Äh, 71 haben wir noch. Das heißt 250, 239.
1049 tatsächlich. Jetzt ist da am Portal ein Berserker. Ne, Bogen setze ich nicht ein. Die Pfeile hebe ich tatsächlich auf. Hey du, Heslon! So. ...249 Münzen. Das müssten ungefähr 2-3 Dungeons sein. Das müssten wir eigentlich tatsächlich sogar hinkriegen. Das müsste machbar sein. Als erstes. Das hier. Dann sammeln wir mal ganz kurz den Spaß ein. Und wir gehen noch mal schnell schlafen. Dass wir ausgeruht sind. Dann ist das Silber auch fertig. Hoffentlich. Es kann aber erstmal liegen bleiben. Ja. Genau. Jagdloot ist echt nicht ohne, muss ich sagen. Also, toi, toi, toi. Sag mal, bin ich schneller, wenn ich das wegmache alles? Das wäre creepy. Weil ich hab's ja trotzdem im Inventar. Wer weiß. Oh, hier haben wir sogar eins. LOL. So, wir gehen als erstes rechts rum. Ja, was willst du von mir? Ich will nur Münzen haben, mehr nicht. Münzen, das braucht man nicht. Die Kerne braucht man tatsächlich auch nicht. Ich will nur die Münzen. Nur die Münzen. Okay. Münzen, Münzen, Münzen. Oh, hi. Da liegen noch mal Münzen. Hier haben wir noch mal welche. Das wäre wieder ein Fleisch. Müssen wir tatsächlich noch einen Dungeon machen. 360 brauchen wir insgesamt.
Wo gibt's die nächsten Skelette? Oh, keine Ausdauer mehr. Wow! Das kann auch wieder nur mir passieren. Was kommt da? Das ist das Nebel. Ja, das ist Nebellande. Da ist noch ein Häusel. Vielleicht haben wir da noch ein paar Münzen. Mir fehlt einfach die Treppe nach oben. Da oben eine Kiste. Sieht mir nicht danach aus. Doch, da ist eine Kiste tatsächlich. Aber ich habe keinen Hammer dabei. Schade. Ich habe tatsächlich keinen Hammer dabei. Ich weiß auch nicht, ob wir im Ebenenabteil noch in der Kiste Münzen haben. Das weiß ich tatsächlich überhaupt nicht. Das ist doch nur ein Pilz. Da gab es nur Knochen. Ich habe sowieso keine Picke dabei. Also wenn jetzt hier nichts ist, dann gehe ich definitiv nochmal in die Ebene bei Jaglut, farm dort die Kisten ab, beziehungsweise gucke nochmal in der Ebene, wo wir das unsere Base haben, den Außenposten. Und da schaue ich mal, ob wir dort noch was finden sollten. Weil alles andere haben wir ja soweit. Da ist ein Troll, gegen den will ich nicht kämpfen. Hier unten vielleicht noch irgendwas. Nee. Schade. Oh, Weltspeicher? Ja. Das kotzt mich so an. Wenn es die zweite Staffel Valheim gibt, gibt es da auf jeden Fall Abstandsserver. Ich wusste nicht, dass das so anstrengend ist, wenn man selber hostet. So. Haben wir immerhin schon mal 3. Wir brauchen 4. Ne, 5. Noch 2. Also 240, 230 insgesamt. Ja, 230 Münzen brauchen wir noch. Im Boot war nichts mehr drin. Hier war auch nichts drin. Da war ein Reh im Wasser. Schau an, schau an, schau an.
So, lass uns mal hier rein. Nix. 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 Nein. Willst du mich verarschen? Wir haben hier keine Münzen? Lol. Lol. Da ist nur Metall und alles. Hier ist nur ein Hammer. Ho. Haben wir beim Dunkelwald eventuell noch was? Im Sumpf gibt es auch noch Münzen. Genau. Tschüss. Das war mir gerade ein bisschen zu creepy, dass dort ein blauer Knallkopf steht. Ab ins nächste Portal. So, haben wir hier eventuell noch Münzen irgendwo drinne? Ja! Das waren die einzigen. Es fehlen jetzt tatsächlich nur noch 101 Münze. 101 scheiß Münze fehlt. Und da weiß ich, wo wir die haben. Ich hoffe, ja, Glut ist weg. Aber es, ach nee, nee. Oh, 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 Allah, aber, am. Ja gut. Der ist immer noch da. Und der hat sich halt voll geheilt. Das ist scheiße. Ich muss den dann vom Portal weglocken. Ah. Okay. Dass er sich voll gehealt hat, ist ein bisschen scheiße. Da hinten ist er. Leute, könnte man ja easy irgendwo. Kann man den ins Wasser locken? Kriegt der da Damage? Das wäre mal interessant herauszufinden, ob der im Wasser Damage bekommt. Das wäre echt interessant, mal rauszufinden. Och, lass mich doch in Ruhe, Mann. 101 verkackte Münze noch. Da unten hat man alles drin. Alter.
10 Münzen, 30 Münzen noch. Tatsächlich fehlen uns noch 30 Münzen. Da kommt dann nochmal Dunkelwald, wenn ich jetzt in die Richtung renne. Wie machen wir das jetzt? Oh, noch 30 Münzen. Ich würde halt gerne auch herausfinden, ob der Hammer Damage ordentlich Damage macht gegen den. Der macht ja Frostschaden. Alles gerade nicht so einfach. Und hier oben könnten wir uns versuchen, Wölfe zu tamen und die mit in den Kampf nehmen. Das wäre tatsächlich auch noch eine Idee. Ja, das wäre... Okay, da ist ein Skelett, da ist ein Dungeonbau, da gehen wir rein. So. 30 Münzen brauchen wir. Wow, 22. Also wären es jetzt im Grunde noch 8. Hier. Jo, wir haben alles. Gut, dann würde ich jetzt sagen, ich laufe zum Händler zurück. Das mache ich aber alles offscreen, ohne euch zu langweilen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.